Ja, hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei Autor und Fre mit Fritz. Wow, ich bin baff. Danke. Ich habe mich echt gefreut darüber, dass der letzte Film so gut angekommen ist und dass so viele Zuschauer sich diesen Film angesehen haben. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Außerdem zahlreiche neue Abonnenten, die dazugekommen sind, zeigt mir, dass ich mit dem Thema zurzeit offensichtlich auf dem richtigen Weg bin und ja, Themen aufgreife, die ja, einen großen Teil der Bevölkerung interessieren. Ich mache also damit weiter und möchte euch auch heute gerne auf diesem Thema weiter begleiten. Und zwar geht es heute eigentlich darum, was mache ich, wenn mir bei einer Gasnotlage bzw. Stromnotlage, die wir ja möglicherweise in diesem Winter ja, zu erwarten haben, ohne irgendwie Panik damit zu verbreiten, was mache ich, wenn meine Bude kalt wird? Denn viele denken, ja, alternativ können wir heizen. Ich habe ja selbst schon eben alternative Heizmöglichkeiten vorgestellt. Und dennoch wird es nur ein stundenweises Heizen sein. Und es wird auch nicht die Wärme sein, die wir eigentlich gewohnt sind, dass wir im Winter zwischen 19 und 22 Grad auf Dauer unsere Wohnung warm halten können. Und wer es selbst noch nicht erlebt hat, wird merken, egal wie warm man sich anzieht, die Kälte geht langsam durch und durch, auch in der eigenen Wohnung. Wir haben das Problem bei uns in Mitteleuropa, dass wir eigentlich meist ein Schmuddelwetter haben. Das heißt, es ist nicht extrem kalt, aber dafür immer mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und das ist das, was so richtig unangenehm ist, weil es, egal wie warm du dich anziehen möchtest, immer irgendwann, ja, dich treffen wird. Und wenn du mit langer Unterwäsche und mehreren Pullovern in der Wohnung bist, die Kälte geht irgendwann durch. Und genau hier möchte dieser Film eben ansetzen. Wie können wir uns trotzdem warm halten? Wie können wir trotz dieser Situation ja, uns immer wieder Wärme verschaffen mit einfachen Mitteln? Und da möchte ich heute drauf eingehen. Tja, Leute, die wenigsten werden wohl von euch bei diesem Hintergrund jetzt Lust verspüren auf Camping. Aber genau, Camping, und zwar in der eigenen Wohnung, ist jetzt ein Teil der Lösung. Versucht euch mal vorzustellen, ihr könnt diesen Raum, in dem ihr wohnt, einfach verkleinern. Indem, dass ich zum Beispiel ein Wurfzelt habe oder ja, eine Leine spanne, Decken darüber lege, plane dazu, über diese Decke mit drüber tue und somit den Raum, in dem ich mich aufhalte, verkleinere. Den Boden isoliere mit Isoliermaterial oder auch mit einer Decke, die man doppelt legt. Hier natürlich auch aufpassen auf den Brandschutz, wäre jetzt natürlich wichtig, aber wenn man die geeigneten Möglichkeiten hat, ein Gefäß, in dem eine Kerze brennt, ja, in dem man sich zu zweit oder zu dritt in diesen Raum aufhält, dann werdet ihr merken, auch wenn keinerlei Heizmöglichkeiten bestehen, dass es erheblich wärmer ist und dass es deutlich angenehmer wird, sich in diesen Raum aufzuhalten und man kann so wieder Wärme tanken. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, ihr könnt auch beim Bett so eine Decke darüber spannen, ähnlich wie ein Baldachin, so dass ihr auch hier in einem kleineren Bereich seid, der sich einfach von der Umgebung her aufwärmen kann.
Nur, wer jetzt glaubt, ja, wenn es kalt ist, lege ich mich ins Bett, der wird auch ein Problem verspüren, und zwar, dass diese Kälte mit der Zeit von unten durch die Matratze, trotz guter Isolation durchgehen wird. Deshalb auch hier die Unterlage, wo man liegt, zusätzlich isolieren. Zum Beispiel mit einer Decke, die man ebenfalls doppelt legt. Decken ist auch so eine Geschichte. Die meisten von uns haben nur Kunststoffdecken, also so Fältchendecken, aber keine richtig natürlichen Decken mehr. Das Beste wäre, wir würden Schurwolldecken haben. Schurwolldecken haben so, ja, den Begriff, sie sind rau, sie sind unangenehm auf der Haut. Aber sie haben eben den ganz entscheidenden Vorteil, sie isolieren ganz anders, sie verschaffen eine ganz andere Wärme, als wir es normal hätten. Legt euch ins Bett einen Schlafsack und dann erst die Decke und Oberdecke dann entsprechend darüber. Ihr werdet merken, darin ist eine ganz andere Isolation. Und wenn wir nun ja, uns an die Zeiten von Großeltern denken und noch weiter zurück, dann hatten diese Leute ebenfalls natürlich mit der Kälte zu kämpfen. Und sie haben sich was ganz Einfaches einfallen lassen, nämlich die gute alte Wärmflasche. Ob wir nun eine gummierte Wärmflasche haben, ob wir eine Wärmflasche aus Kupfer haben oder ob wir nur eine PET-Flasche oder eine Trinkflasche haben, nicht mit kochendem Wasser, aber einfach mit heißem Wasser füllen, gut verschließen, dass nichts auslaufen kann, das wäre sehr schlecht, und legt euch das Ganze einfach in den Schlafsack mit rein. Und ihr werdet sehen, dass ihr darin richtig Wärme tanken könnt. Wärme, die den Körper wirklich wieder richtig durchströmt. Und es wird endlich wieder irgendwo angenehm, wenn man so richtig ausgekühlt ist und wenn man sich sonst nirgendwo mehr Wärme verschaffen kann. Und dann geht's auch durch. Und dann ist es natürlich auch eine mentale Einstellung. Und wir müssen auch damit rechnen, dass wir ja unter Umständen mit Stromausfällen zu tun haben. Das heißt, wir haben mit sehr wenig Kommunikation, wir haben unser Kurbelradio, unser Batterieradio, um Informationen zu erhalten. Aber wie beschäftigt man sich? Ja, die wenigsten kennen heute noch Bücher. Allerdings, was mache ich mit Kindern? Wie bringe ich die Zeit rum? Hier werden Kartenspiele, Brettspiele und so weiter, die man eben in dieses kleine Zelt mit reinlegen kann, mit rein einarbeiten kann. Und so verbringt man dann die Zeit und es wird dabei angenehm warm. Also das wäre ein nicht schlechter Versuch, sich gegen diese zunehmende Kälte im Winter, wenn man nicht mehr heizen kann, zu schützen. Ein weiteres Thema, was ich euch ja in meinen zahlreichen Prepper-Filmen ja gezeigt habe, das ist der Bereich in der Ersten Hilfe. Wir werden hier immer wieder oder immer mehr davon hören, dass es Leute gibt, die an Unterkühlung leiden, die an Unterkühlung gestorben sind und so weiter. Gerade wenn es im Winter kalt wird und wenn nicht mehr geheizt werden kann. Eine Gefahr besteht ja hier bereits ab plus 10 Grad, wenn schlechte Umstände mit dazukommen, Feuchtigkeit und so weiter, dass der Mensch eine Unterkühlung erleiden kann. Schaut euch deshalb auch diesen Film bei mir an, auf meiner Playlist in der Ersten Hilfe über Hypothermie. Ich werde ihn dort verlinken. Auch hier werdet ihr einiges gerade in dieser Kältezeit dazu lernen, auf was es ankommt, wie wichtig es ist, sich warm zu halten und wie man in einer Notfallsituation, wenn es zu einer lebensbedrohlichen Unterkühlung kommt, richtig reagiert. Ich hoffe, ich habe euch heute damit
etwas helfen können. Und ja, zu diesem Thema gibt es nächste Mal wieder einiges noch dazu. Also bleibt dran, liked diesen Film, abonniert diesen Film, verlinkt diesen Film. Ja, ich stehe kurz vor 400 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn es das nächste Mal über diese 400 geht und wenn ihr dabei bleibt. Stellt mir ruhig Fragen, denn das ist das Einzige, was ich momentan etwas vermisse. Stellt mir Fragen zu den Themen und ich werde sie gerne beantworten. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.